Wach auf, Michael. Komm schon. Du musst aufwachen. Wer bist du? Wer ist da? Bitte, Michael, wach auf. Wach auf. Diese Stille. Diese Dunkelheit. Wo bin ich? Verdammt. Ich kann mich nicht erinnern. Was passiert hier? Was ist das hier für ein Ort? Bitte, sag es mir. Michael, bitte wach auf. Du musst aufwachen. Michael, ist das mein Name? Bitte, sag mir, wo ich bin. Ich kann mich an nichts erinnern. Wo bist du? Wo versteckst du dich? Wach auf, Michael. Bitte wach auf. Wach jetzt auf. Geh nicht. Bitte. Komm zurück. Komm zurück! Diese Stille. Diese Dunkelheit. Diese Leere. Guten Morgen. Ich hoffe, du fühlst dich besser. Aber... Nein, ganz ruhig. Ich bin froh, dass du dich stark genug fühlst, um das Bett zu verlassen. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich muss sagen, du siehst schon viel besser aus. Wenn man in Betracht zieht, was du durchgemacht hast, natürlich. Wer sind Sie? Ah, natürlich. Wo sind nur meine Manieren? Du bist jetzt schon so lange bei uns, dass ich vergessen habe, dass du gar nicht weißt, wer wir sind. Erlaube mir, mich vorzustellen. Mein Name ist Rod Atkinson. Ich bin, ich war der Leiter des Grundbuchamts, bevor uns die Welt unter den Füßen weggebrochen ist. Ah, schön, Sie kennenzulernen, Mr. Atkinson. Aber wo bin ich? Was ist das hier für ein Ort? Wir sind hier an einem Ort, den ich vorsichtig unser Zuhause nennen würde. Unser bescheidenes und hoffentlich vorläufiges Zuhause. Dies ist einer der vielen Wohnwagen, aus denen das Flüchtlingslager besteht. Und glaube mir, wir können uns glücklich schätzen, in diesen vier Wänden wohnen zu dürfen. Die meisten Bewohner dieses Lochs, entschuldige bitte meine Ausdrucksweise, verfügen selten über mehr als Plastikplanen und Pappkartons. Einen Moment. Sagten Sie gerade Flüchtlingslager? In der Tat. Die Einrichtung zur vorübergehenden Unterbringung von Katastrophenopfern. So lautete die offizielle Bezeichnung. Damals, als die Armee nach der Katastrophe den Kriegszustand ausgerufen hatte, wenn du dich erinnerst. Du wirkst etwas verwirrt, wenn ich das so sagen darf. Weißt du wirklich nicht, wovon ich rede? Ich weiß nicht. Ich fürchte nicht. Bitte, sagen Sie mir... Können Sie mir sagen, was ich hier mache? Ja, natürlich. Ich denke, wir schulden dir eine Erklärung. Wir haben dich ein paar Tage nach der großen Welle in der Nähe des Flughafens gefunden. Du warst verletzt und bewusstlos. Wir konnten dich doch nicht einfach dort liegen lassen. Jemand hatte bereits dein Gepäck und deine Papiere gestohlen. Schrecklich. Also haben wir beschlossen, uns selbst um dich zu kümmern und haben dich hergebracht. Seitdem bist du hier bei uns. Übrigens sollte ich dir sagen, dass deine Kleidung vollkommen zerrissen war, als wir dich fanden. Es waren nur noch Fetzen, also haben wir sie weggeworfen. Was du jetzt anhast, ist von mir. Andere Sachen sind noch in dem alten Schrank. Wenn du etwas brauchst, nimm es dir einfach. Danke, Mr. Atkinson. Aber die große Welle? Wovon reden Sie da? Wovon werde ich wohl reden? Die verdammte, entschuldige meine Ausdrucksweise, Explosion, die uns all dieses Leid auferlegt hat. Der Ursprung dieser widerwärtigen neuen Welt, die jetzt bis ans Ende aller Tage unseren Alltag bestimmt. Aber erinnerst du dich wirklich nicht?
Hast du wirklich keine Erinnerung an all das? Ich fühle mich etwas schwach und schwindelig, Mr. Atkinson. Tut mir leid. Ich fürchte, ich kann mich an nichts erinnern. Ich verstehe. Es gab schon ähnliche Fälle wie dich hier im Lager. Versuch dich etwas auszuruhen und reg dich nicht zu sehr auf. Lass mich dir nur eines sagen. Vielleicht kannst du dich glücklich schätzen. Es gibt nichts Schönes in unserer neuen Welt, an das es sich zu erinnern lohnt. Sie sagten bei uns? Wer lebt hier sonst noch? Ach, ja, natürlich. Ich habe dir meine Familie noch gar nicht richtig vorgestellt. Allerdings ist jetzt kein guter Zeitpunkt dafür, aber ich verspreche dir, das später noch nachzuholen. Meine Frau und ich schlafen in dem anderen Raum. Und, naja, der kleine Colin schläft auch bei uns. Colin? Ja, Colin, unser einziges Kind. Und unser einziger Lichtblick seit der Katastrophe. Ich muss dir etwas gestehen. Colin ist der Grund, warum meine Frau und ich uns überhaupt noch darum bemühen, in dieser neuen Welt weiterzumachen. Wenn es ihn nicht gäbe, hätten wir schon lange aufgegeben. Ich verstehe. Also war es die Stimme Ihrer Frau, die mich vorhin aufgeweckt hat, richtig? Meine Frau? Nein, das musst du dir eingebildet haben. Meine Frau war die ganze Zeit bei mir im Nebenzimmer. Wir sind schon seit Stunden nicht bei dir im Zimmer gewesen. Aber ich bin froh, dass du dich jetzt besser fühlst und ganz bei Bewusstsein bist. Ich schätze, man könnte sagen, du bist wiedergeboren. Und obwohl die Umstände nicht die besten sein mögen, so ist allein am Leben zu sein heutzutage schon ein Luxus. Also, willkommen in unserem Heim. Wie es scheint, haben Sie mir das Leben gerettet. Ich bin Ihnen sehr dankbar, Mr. Atkinson. Oh, bitte, du musst uns nicht danken. Wir haben nur getan, was wir tun mussten. Ich sehe es als unsere menschliche Pflicht, die ethischen Prinzipien der Zivilisation in dieser neuen Welt zu bewahren. Und bitte, nenn mich Rod. Und außerdem haben wir es auch für Colin getan. Was für eine Zukunft kann er erwarten, wenn wir einfach akzeptieren, dass jeder nur auf sich selbst gestellt ist und sich niemand mehr um seine Mitmenschen kümmert? Eine beängstigende Aussicht, findest du nicht? Wir tun, was wir können, um eine solche Zukunft zu verhindern. Rod. Entschuldige, aber ich werde gebraucht. Nein, bitte warte. Was geht hier vor? Geh noch nicht. Es tut mir leid, ich kann verstehen, dass du mir viele Fragen stellen willst. Aber jetzt ist nicht die Zeit dafür. Glaub mir. Ich verspreche, jede deiner Fragen später in Ruhe zu beantworten. Aber jetzt muss ich gehen. Rod, bitte. Schnell. Okay, in Ordnung. Jetzt, wo es dir besser geht, kannst du rausgehen und dich im Lager umsehen. Aber bitte, sei vorsichtig. Die Welt, wie du sie kanntest, existiert nicht mehr. Hör auf mich. Fass nichts an. Rede mit niemandem und misch dich in nichts ein. Wenigstens bis dir jemand erklärt hat, wie diese neue Welt funktioniert, die uns die große Welle übrig gelassen hat. Da draußen hat sich alles verändert. In Ordnung. Danke für den Hinweis. Eins noch, bevor ich gehe. Jetzt bist du schon so lange bei uns und ich weiß nicht einmal, wie ich dich nennen soll. Wie heißt du? Wie ich heiße? Michael. Ich heiße Michael. Schön, dich kennenzulernen, Michael. Wir unterhalten uns später weiter. Das verspreche ich. Michael. So hat mich diese körperlose Stimme genannt. Das muss mein Name sein. Wach auf, Michael. Das ist alles, was sie gesagt hat. Und dann hat sie mich in dieser großen Leere ohne Erinnerungen zurückgelassen. Große Welle, neue Welt, Flüchtlingslager. Was zur Hölle ist da draußen geschehen? Ich glaube, ich sollte da rausgehen und mich mal umsehen. Ein Stapel aus Pfannen, Tellern und dreckigem Besteck, das gespült werden muss. Der ganze Raum riecht nach abgestandenem Essen.
Als ich an dem Laken gezogen habe, ist es an der Feder aufgerissen worden, die aus dem Bettrahmen ragt. Ich hoffe, Rod bemerkt es nicht. Ein deprimierender Anblick. Eine versiffte Matratze auf einem Bettrahmen mit dreckigen, zerknitterten Laken. Das ist das Bett, auf dem ich die ganze Zeit gelegen habe. Das Bett ist schon so alt, dass eine der Federn abgebrochen ist und so zu einer scharfen, hervorstehenden Kante geworden ist. Unmöglich. Er ist verschlossen. Ich fürchte, mein Gastgeber hat vergessen, ihn aufzuschließen, bevor er gegangen ist. Ein ungerahmter Schnappschuss direkt an die Wand geklebt. Zwei Erwachsene und ein Kind in einem großen Hinterhof lächeln in die Kamera. Einer davon ist Rod, mein Gastgeber. Das hat keinen Sinn, sie geht nicht auf. Ich habe gehört, wie Rod von innen den Riegel vorgeschoben hat. Mein Gott! Was zur Hölle ist denn hier passiert? Rod hatte recht. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Aber was auch immer es war, es hat diesen Ort in seinen Grundfesten erschüttert. Ohne Gnade. Was passiert jetzt? Du solltest dich besser verstecken, Kumpel. Weißt du denn nicht, dass es gefährlich ist, hier rumzulaufen, wenn die Reinigungsbrigaden in das Lager kommen? Du bist neu hier, oder? Ja, so könnte man das sagen. Willkommen in deinem neuen Zuhause. Ich bin Hank. Aber alle nennen mich den Jäger. Ich bin Michael. Aber was geht da drüben vor sich? Nichts, Mike. Reine Routine. Die Reinigungsbrigaden bringen nur einen Zerflossenen weg. Weißt du, wie das ist? Sie tun nur ihren Job. Ironischerweise gehört das Haus einem der Spitzel im Lager. Diese verräterischen Drecksäcke. Brigaden, Zerflossene, Spitzel. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kann mich an nichts erinnern. Ah, du bist ein Gelöschter. Du solltest lieber schnell auf den neuesten Stand kommen, wenn du hier überleben willst, Mike. Such mich, wenn du Hilfe brauchst, Kumpel. Ich kann dir alles besorgen, was du brauchst. Egal, wo es ist, wie schnell es läuft oder wo es sich versteckt. Deswegen nennen sie mich den Jäger. Okay, daran werde ich mich erinnern. Feiglinge, kommt zurück! Nehmt sie nicht mit! Wisst ihr nicht, wer ich bin? Sie haben diesen Mann kaltblütig niedergeschossen. Aber warum haben Sie das getan? Hey, Hank? Ich fürchte, er ist weg. Die Zeit hat diese Scharniere verbogen und verrosten lassen. Ich sehe keine Möglichkeit, diese Tür mit bloßen Händen zu öffnen. Hey du! Denk nicht mal daran, den Einkaufswagen anzufassen. Halt dich von meinem Kram fern. Oder ich schwöre, ich reiße dir die Eingeweide mit bloßen Händen heraus. Okay, okay, reg dich ab. Ich werde nichts anfassen. Ah! Ah, verdammt! Alles voller Müll und Scherben. Ah, ich bin auf einen rostigen Nagel getreten. Hey, es ist keine gute Idee, in diesem riesigen Müllhaufen barfuß zu laufen. Ohne Schuhe wirst du nicht weit kommen. Danke für den Hinweis. Den Hinweis kriegst du umsonst. Aber wenn du meinem Kram zu nahe kommst, bist du ein toter Mann. Verstanden? Warte, ich erkenne dich. Bist du nicht der Typ, um den sich Rod die ganze Zeit in seinem Wohnwagen gekümmert hat? Ja, bin ich. Kennst du Rod? Natürlich kenne ich ihn. Jeder im Lager kennt Rod. Du schuldest ihm dein Leben, daran solltest du keine Minute zweifeln, verdammt nochmal! Heutzutage würde niemand bei klarem Verstand so etwas für einen völlig Fremden machen. Ja, ich bin ihm sehr dankbar. Aber sag mal, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich habe von einer riesigen Explosion gehört, der großen Welle. Wovon zum Teufel reden die Leute da? Was soll das denn für eine Frage sein? Wo hast du denn die ganze Zeit gesteckt? In einer Höhle, Winterschlaf gehalten? Naja,
Das könnte man so sagen. Die große Welle ist der Grund, warum wir hier wie Tiere eingesperrt sind. Die ganze Welt ging den Bach runter. Und wir direkt mit ihr. Das konnte ich mit eigenen Augen sehen. Kannst du mir noch etwas anderes erzählen? Okay, ich sag dir, was ich weiß. Die große Welle kam an einem Freitagnachmittag. Vollkommen ohne Vorwarnung. Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil ich an diesem Tag genau in diesem Moment aus einem wichtigen Meeting kam. Ich hatte eine Menge Geld gemacht, dank eines sehr lukrativen Vertrags. Jawohl, mein Herr, sehr, sehr lukrativ. Erst haben wir den Bodenbeben gespürt, als ob ein Vulkan gleich auf dem Bürgersteig ausbrechen würde. Ich musste aus meinem Auto raus und wegrennen. Dann kamen die Explosionen. Die Gebäude stürzten ein, alles Glas zersprang. Und Tausende von Leichen verrotteten wochenlang auf den Straßen. In nur wenigen Stunden hat uns die große Welle mit all unseren Geschäften, unserem Geld und unseren Cabrios direkt zurück ins Mittelalter geschickt. Mittelalter? Natürlich. Warum überrascht dich das? Innerhalb weniger Minuten hatten wir keinen Strom, kein Wasser, keine Kommunikation. Nach dem ersten Chaos tauchten die Zerflossenen auf. Und dieser schreckliche Riss öffnete sich am Himmel. Dieses dumme Loch da oben, das uns noch keiner in diesem Höllenloch erklärt hat. Fakt ist, dass unser altes System nur noch ein paar Wochen überlebt hat. Und durch die Risse kam das hereingekrochen, was du hier um dich siehst. Die neue Welt, nicht wahr? Ja, genau. Du scheinst ja schnell dazu zu lernen. Die neue Welt ist gekommen, um zu bleiben. Willkommen in der Zukunft, Junge. Nicht so, wie du sie dir vorgestellt hast, was? Eingesperrt? Meinst du damit, dass wir das Flüchtlingslager nicht verlassen dürfen? Flüchtlingslager? Ich fand den Begriff von Anfang an zum Lachen. Es scheint so, als würden die Dinge auf der anderen Seite des Zauns besser laufen. Aber hier, sieh dich um. Sieht das wie ein Flüchtlingslager aus? Es ist ein Gefangenenlager der Armee. Und du bist ein Gefangener. Sobald du hier drin bist, verlierst du alles, sogar deinen Namen. Für die bist du nicht mehr als eine Ratte, nur eine weitere Lagerratte. Du wirst es niemals durch das Tor schaffen, besonders wenn du niemanden kennst oder keine Kontakte nach draußen hast. Es macht keinen Unterschied, wer du vor dem Zusammenbruch der alten Welt warst. Glaub mir! Ich spreche da aus Erfahrung. Solange du nur eine Lagerratte bist, fürchte ich, dass du hier nur mit den Füßen zuerst rauskommst, wenn du verstehst, was ich meine. Natürlich tue ich das. Danke für die aufmunternden Worte. Kriegst du kostenlos. Aber komm meinem Kram zu nah, bist du ein toter Mann. Diese Schießerei. Könntest du mir erklären, was hier gerade passiert ist? Was genau erklären? Den ganzen Stress, den die Reinigungsbrigaden gemacht haben? Jemand hat ein loses Mundwerk und hat einen Kranken verraten. Das ist alles. Normalerweise haben wir eine Abmachung im Lager, den Mund zu halten. Niemand will einen der eigenen Leute im Krankenwagen sehen. Aber in diesem Fall war der Zerflossene ein Verwandter eines der Lagerspitzel. Witzig, was? Aber Sie haben jemanden angeschossen. Ja, haben Sie. Und? Das Leben hat in letzter Zeit einiges an Wert verloren. Das überrascht heute niemanden mehr. Hast du Zerflossene gesagt? Natürlich. Die Zerflossenen.
Aber was zur Hölle stimmt denn mit dir nicht? Diese Leute sind eine echte Pest. Krank. Und laut dem, was man so hört, sehr ansteckend. Lass mich dir einen Tipp geben. Wenn du einen siehst, renn in die andere Richtung, als wäre der Teufel selbst hinter dir her. Wenn sie dir nicht diese tödliche Krankheit andrehen oder dich mit ihren Visionen in den Wahnsinn treiben, werden dich die Reinigungsbrigaden um die Ecke bringen, wenn du einen von ihnen versteckst. Du hast es ja mit eigenen Augen gesehen. Sie haben auch keine Gnade mit ihren eigenen Lagerspitzeln. Ein Lagerspitzel? Was genau ist das? Ein Spion. Ein dreckiger Schnüffler. Die Armee will das Lager von innen kontrollieren. Und deswegen bezahlt sie einige der Einwohner dafür, ihnen Informationen darüber zuzuschieben, was auf dieser Seite des Zauns passiert. Wer reinkommt, wer rausgeht, wer Ärger macht. Und natürlich, wer krank wird. Sie sind Dreckschweine. Aber gut bezahlte Dreckschweine. Und sie haben einige Privilegien, die hier drin sonst keiner hat. Traue niemals einem Spitzel. Die werden alles tun, um die Privilegien zu behalten, die ihnen die Armee in diesem Höllenloch zukommen lässt. Okay, danke für den Hinweis. Keine Ursache. Aber halt dich von meinem Einkaufswagen fern, oder ich reiß dir die Eingeweide raus. Kapiert? Erzähl mir etwas über Rod Atkinson. Naja, ich kenne ihn nicht sehr gut. Aber es heißt, er ist ein anständiger Kerl. Zu anständig für die Zeiten, in denen wir leben. Wusstest du, dass er vor all dem hier jemand Wichtiges war? Ich glaube, er hat für die Regierung gearbeitet. Und er hat immer noch Kontakte nach draußen. Die sind aber nicht gut genug, um diesen dummen Gutmenschen und seine Familie hier rauszuholen. Dummer Gutmensch? Naja, du weißt ja, wie das ist. Rod ist einer dieser guten Samariter, die denken, sie könnten die Welt retten. Er hat einer Menge Leute hier im Lager geholfen. Aber ich glaube, er wird damit noch seine Probleme bekommen. Ich fürchte, er ist zu schwach für diese Welt. Ich weiß nicht, wie lange er noch überleben wird. Du hast gesagt, er hätte einen Sohn. Das ist doch ein guter Grund, überleben zu wollen, oder? Ah ja, Colin. Habe den Jungen jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr herumlaufen sehen. Weißt du, ob es ihm gut geht? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Sein Vater hat mir von ihm erzählt. Na, ich bin froh, dass er sich von mir fernhält. Der Junge hat nichts Besseres zu tun, als in meinem Einkaufswagen herumzuschnüffeln. Okay, ich gehe dann mal wieder. Viel Glück noch. Bleib nur ja von meinen Sachen weg. Eine Reihe von Hütten, die tapfer versucht, in einem Meer aus Matsch und Müll aufrechtzustehen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, in einer davon zu leben. Das ist Rods Frau. Ich habe gehört, wie sie von der anderen Seite der Tür nach ihm gerufen hat. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen. Scheint sehr müde zu sein. Sieht aus, als hätte sie tagelang nicht geschlafen. Rod scheint verärgert und besorgt zu sein. Was geht da drinnen vor sich? Das muss der kleine Colin sein, Rods Sohn. Er sieht krank aus. War er es, den ich im Wohnwagen vor Schmerzen hab stöhnen hören? Der große Wohnwagen, in dem Rod und seine Familie leben. Kaum zu glauben, dass sich dieser schwere alte Koloss jemals auf der Straße bewegt hat. Ich sollte in den Wohnwagen zurückgehen und mich um die Wunde kümmern. Sieht nicht so gut aus. Das hat keinen Sinn, sie geht nicht auf. Ich habe gehört, wie Rod von innen den Riegel vorgeschoben hat. Ich kann jemanden auf der anderen Seite flüstern hören. Rod hat sich drin eingeschlossen.
unmöglich. Ich fürchte, mein Gastgeber... Ich werde die Öllampe nicht löschen. Dieser Ort wirkt schon mit Licht finster genug. Die Öllampe ist die einzige Lichtquelle in diesem Raum. Das Flackern der Flamme lässt alles so geisterhaft erscheinen, wie in einem Traum. Ja, wie in einem Albtraum. Ein Stapel aus Pfannen, Tellern und... der ganze Raum. Nein. So wie mein Fuß derzeit aussieht, ich sollte in den Wohnwagen zurückgehen und mich um... Hey, du! Denk nicht mal daran, den Einkaufswagen anzufassen. Halt dich von meinem... Okay, okay, reg dich ab. Ich werde nichts anfassen. Er scheint ja ziemlich neben der Spur. Kein Wunder, wenn man sich hier mal umschaut. Und seinen Drohungen nachzuschließen, habe ich offenbar keinen guten Eindruck auf ihn gemacht. Von hier aus sieht es aus wie eine dieser Metalldosen für dänische Butterkekse. Und dem abgegriffenen Aussehen nachzuschließen, würde ich sagen, dass sie immer und immer wieder benutzt wurde. Es ist schwer, durch all den Dreck auf der Scheibe zu sehen. Auf der anderen Seite ist der Raum, in dem Rod und seine Familie sich eingeschlossen haben. Der Boden auf dem Platz ist voller Müll, Schrott und Glasscherben. Hier habe ich meine erste Lehrstunde zur neuen Welt erhalten. Wenn du Probleme vermeiden willst, pass auf, wo du hintrittst. Diese Feder ist so scharf wie ein Messer. Die Matratze zeigt immer noch den Abdruck meines Körpers. Ich muss viel länger drauf gelegen haben, als ich dachte. Unter dem Deckel ist ein sehr abgenutztes Notizbuch versteckt. Das fällt ja schon fast auseinander. Es sieht aus, als hätte es jemand hier vor langer Zeit versteckt und dann vergessen. Ein altes Rechnungsbuch mit noch ein paar leeren Seiten. Was da drin steht. Wurde offenbar als Tagebuch benutzt. Und dann hat jemand fast alle Seiten rausgerissen und es im Ofen versteckt. Aus Metall und etwas verbeult. War mal der Deckel für ein... Tatsächlich kleben noch ein paar Essensreste dran. Ich sehe hier nichts, was ich damit abdecken könnte. Wie soll das gehen? Ein improvisiertes Lagerfeuer. Der Rauch ist unerträglich, aber es scheint die einzige Möglichkeit für die Bewohner des Lagers zu sein, sich etwas zu wärmen. Mal sehen. Ich könnte schwören, dass der Deckel genau die richtige Größe für die Tonne hat. Perfekt. Perfekt.
Was ist das? Dieses verdammte Drecksloch wird noch unser aller Ende sein. Der Kerl ist nicht in der Verfassung, jetzt gerade ein Gespräch zu führen. Er riecht nach Alkohol und Urin und hat es ganz klar gemacht. Ich soll seinem Einkaufswagen nicht zu nahe kommen. Ich sollte mich beeilen, bevor der Alte aufhört zu husten. Mal sehen, was der hier Schönes hat. Die wollen uns alle umbringen. Nur verrottetes Essen, zerschlissene Kleidung und Müll. Warte mal. Es sieht aus, als wäre da auch ein schmales Portemonnaie. Mit einer Reihe Kreditkarten. Was zur Hölle macht der Kerl mit so viel Plastikgeld? Wird doch unser aller tot sein. Dies sind die verkohlten und verformten Reste einer Kreditkarte. Ich glaube nicht, dass sie in diesem Zustand benutzbar ist. Geschweige denn, dass es irgendwo noch einen funktionierenden Geldautomaten gibt. Dieses dreckige Scheißloch wird doch unser aller tot sein. Die Zeit hat diese Scharniere verbogen und verrosten lassen. Ich sehe keine Möglichkeit, diese Tür mit bloßen Händen zu öffnen. Verdammt! Was ist das? Ich fürchte, das bringt nichts. Rod hat von der anderen Seite den Riegel vorgelegt, um die Tür zu verschließen. Ich fürchte, die Karte damit zu benutzen, wird mich nicht weiterbringen. Der Ofen ist leer und schmutzig. Da ist nichts mehr drin, was mich interessieren könnte. Die halb zerlegten Reste eines Sportwagens. Sieht aus wie ein Sammlerstück. Das muss von einer langen Zeit noch ziemliche Stange Geld gekostet haben. So, ich fürchte, jetzt ist das nur noch Schrott. Der Kerl ist nicht in der... Ich habe nicht die Absicht, meine Hand an... In dem Einkaufswagen ist nichts mehr, das mich interessiert. Was ist das? Ein Einkaufswagen von einem... Dieser Kerl, der wie ein Penner aussieht. Und der Schwarm Insekten, der über den Sachen kreist, auch nicht. In diesem Höllenloch... Ein improvisiertes Lagerfeuer. Jetzt, wo ich die Tonne oben abgedeckt habe, ist der Rauch, der aus dem Schussloch kommt, so konzentriert, dass es wie ein Kamin wirkt. Nein. So wie mein Fuß, der... Ich sollte in den Wohnwagen zurückgehen und mich um die Wunde kümmern. Sieht nicht so gut aus. Nur undichte Dächer, Rosse. Dieses dreckige Scheißloch. Unter anderen Umständen wäre dieses Relikt. Aber hier sticht Rods Wohnwagen wie eine Villa zwischen all diesen Zelten, Plastikplatten. Von hier aus sieht es aus wie eine dieser Metall... Würde ich sagen, dass sie immer und immer wieder...